Der Islam, Weltreligion und politische Idee. Nach der Vision Mohammeds sollten die Muslime der Welt in einer vereinten islamischen Gemeinschaft leben. Sie streben heute meist nach einem anderen System, der Demokratie. Aber passen Islam und Demokratie überhaupt zusammen? Und wie steht es um die Toleranz gegenüber Andersgläubigen? Gibt es Gleichberechtigung? Passt das islamische Recht, die Scharia, in eine säkulare, eine weltliche Gesellschaft? Ich sehe in einem säkularen, demokratischen System beste Modell, um als Muslim leben zu können. Ich als Muslim gehorche nichts anderes außer Gott. Die Muslime in Europa und in der islamischen Welt stehen vor einer großen Entscheidung. Wohin treibt der Islam? Die wahre Religion. Eine Gruppe muslimischer Prediger, die unter diesem Namen operiert, hat ein klares Ziel: den Islam verbreiten. Im Raum Köln-Bonn sind sie unterwegs, um Menschen zu Muslimen zu machen. Live, am Telefon oder vor Publikum. Ich bezeuge, dass es keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Wir wollen nicht die Gesellschaft islamisieren, weil das ist jetzt ein ängstlicher Begriff, von dem die Leute Angst haben. Wir sind einfach nur überzeugt von der Wahrheit, die wir tragen. Muhammadan. Wer das Glaubensbekenntnis zweimal vor Zeugen spricht, gilt von diesem Tag an als Muslim. Allah. In einem Heimstudio zeichnen die Männer der wahren Religion ihre Bekehrungen auf. Täglich einer, so lautet ihre Erfolgsquote. Die Zahl der rund 12.000 Konvertiten in Deutschland soll wachsen. Ja, wir danken Allah, der dich richtig geleitet hat. Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Wir lieben das Beste für die Menschen. Und das Beste für die Menschen ist der Islam. Denn das ist die Rettung vor der ewigen Verdammung in der Hölle. Die Prediger sind keine Religionsgelehrten, sondern fromme Laien. Und sie treten bei besonders strenggläubigen Moscheegemeinden auf. Said El-Emrani, der sich Abu Dujana nennt, ist 25 Jahre alt und hat bereits eine große Fangemeinde im Internet. Er ist Traditionalist und wünscht sich den Islam als einzig gültige Gesellschaftsordnung. Ich als Muslim gehorche nichts anderes außer Gott. Natürlich ist das System hier Demokratie, man hat gewisse Regeln, aber ich gehorche nichts anderes außer Gott als Muslim. So, das glaube ich und das praktiziere ich auch. Im Rheinland ist Abu Dujana als Sohn marokkanischer Eltern aufgewachsen. Aber er glaubt, dass die Demokratie in Europa den Bedürfnissen eines frommen Muslims nicht gerecht werde. Der Weg hin zum islamischen Idealstaat sei allerdings noch weit. Ich finde allgemein jedes islamische oder arabische Land besser, als hier in Europa zu leben. Allgemein. Aber ich finde selbst die arabischen islamischen Länder sind nicht mehr so islamisch, wie sie normalerweise sein sollten. Die Welt ist offen. Es kommen Leute rein und raus. Ich meine, jeder kann machen, was er möchte. Das bleibt jedem selber überlassen. Aber islamisch ist das nicht, was da abgeht. Rund 4 Millionen Muslime leben in Deutschland. Unter den muslimischen Verbänden gelten die Männer der wahren Religion als Sekte. Wegen ihres lautstarken Auftretens und ihrer schlichten Lesart des Islam. Und inshallah durch die Annahme des Islams sind vorher gesünden inshallah gelöscht worden. Die Bekehrung ist ein kurzer und dank Religionsfreiheit auch legaler Akt. Aber was geschieht, wenn ein Muslim eine andere Religion annimmt? Der islamische Urteil ist ein Todesurteil. Ja? Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das wäre, wenn es einen islamischen Staat geben würde, der die Scharia ausführt, dann macht man das. Aber das ist nicht mein Problem. Und das ist eher sein Problem, den er vor Allah, vor dem Gott, dann klären muss. Abkehr vom Islam gilt Hardlinern als todeswürdiges Verbrechen, auch wenn nur sehr wenige Staaten auf der Welt dieses tatsächlich verfolgen. Ex-Muslime fürchten den Zorn religiöser Eiferer, auch mitten in Europa.
wie Nassim Ben Iman, der Christ geworden ist und dafür seinen Preis bezahlt. Ich kann mich nicht frei bewegen, ich kann nicht alles so tun, wie es andere Leute tun. Die direkte Bedrohung sieht dann so aus, dass ich angesprochen werde von Personen, die ich gar nicht so radikal muslimisch einschätzen würde auf ersten Blick. Aber die sagen mir ganz klar, du weißt, was der Koran lehrt und du weißt, dass du gesündigt hast gegen Allah und dass du Allah und sein Koran und seinen Gesandten in Frage gestellt hast. Seh zu, dass du Buße tust und dass du wieder zurückfindest zum Islam oder du kennst die Konsequenzen. Ben Iman wagt sich als einer der wenigen Konvertiten mit seiner Geschichte in die Öffentlichkeit. Er hält Vorträge in Kirchengemeinden. Routinemäßig bespricht er vor jedem Auftritt die Lage mit einem Personenschützer. Der Islam hat mittlerweile fast 1,3 Milliarden Anhänger. Vor gut 30 Jahren waren es 450 Millionen. Allein diese Tatsache sollte uns dazu bewegen, uns mit dem Thema Islam auseinanderzusetzen. Als Konvertit werde ich natürlich den Islam gerade von der kritischen Seite her darstellen. Das heißt also schon, ich habe Gründe, die ich auch heute Abend vorbringen möchte, warum ich glaube, dass der christliche Glaube der Glaube eines liebenden Gottes ist, der muslimische Glaube aber nicht unbedingt. Ben Iman sagt, dass er gläubige Muslime nicht kränken wolle. Doch er fordert, dass sie seine Entscheidung akzeptieren, eine andere Religion anzunehmen. Beim Besuch des Salzburger Doms wird ihm Europas Geschichte vor Augen geführt. In Europa wurde die Freiheit des Einzelnen, seinen Glauben frei zu wählen, erst nach blutigen Religionskriegen erreicht. Religionsfreiheit ist heute ein Markenzeichen der Demokratie, ein Menschenrecht. Steht das islamische Recht, die Scharia, diesem Prinzip im Wege? Die Scharia ist nicht das Gesetz der Wüste, sondern eine Methode der Rechtsfindung, die über Jahrhunderte fortentwickelt wurde. Rechtsgelehrte entscheiden, was steht im Koran, wie entschied der Prophet, was sagen andere Gelehrte, was dient der Gesellschaft und was gebietet die Vernunft. Europäer verbinden mit der Scharia grausame Körperstrafen, die aber nur sehr wenige Staaten der muslimischen Welt anwenden. Zur Abschreckung, wie es heißt. Padang, das wahrhaft islamische Dorf. Die 500-Seelen-Gemeinde hat sich dieses Gütesiegel selbst verliehen. Sie liegt auf der Tropeninsel Sulawesi, im fernen Osten Indonesiens. Seit einigen Jahren findet dort ein seltsames Experiment statt, Scharia. Padangs Bürger, so sagt Dorfvorsteher Andi Ruckmann, seien zu 100% Muslime. Früher sei das Dorf berüchtigt für Trunk und Spielsucht gewesen. Nun gelten streng islamische Vorschriften, damit die Kinder nicht so werden wie ihre Eltern. Schon in der Grundschule müssen die Mädchen das Kopftuch tragen. Als Training für ein sittliches Leben, sagt Ruckmann. Er selbst ist weder Theologe noch Richter, sondern ein Provinzbeamter. Im Rathaus stempeln seine Helfer Anträge auf Subventionen für Wasserkocher. Die Baracke dient Ruckmann auch als Tagungsraum für sein Scharia-Gericht. Die Gesellschaft ist in der Tat zufrieden, dass die Lösung strafrechtlicher Probleme hier seit einigen Jahren nach der Scharia erledigt wird. Manchmal auch mit dem Stock, mit dem wir Prügelstrafen verabreichen. Ich bin sicher, die Dorfbewohner haben nichts dagegen. Niemals. Im Gegenteil. Wenn unsere Fälle hier nicht von mir, sondern von der Polizei und anderen Gerichten in der Stadt behandelt würden, gäbe es nie eine Lösung. Für den Nachmittag steht ein Verhör an. Ein 15-jähriges Mädchen, das von einem jungen Mann geküsst und deshalb von der Familie verstoßen wurde, will seine Ehre wiederherstellen und verklagt den Aggressor. Hat er dich zuerst umarmt oder nach einem Kuss verlangt? Es gab damals eine Verabredung, dass er nach der Ernte zu mir kommen wollte. Er sagte zu mir, ich will das mit dir machen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht will. Warst du wütend, als du geküsst wurdest?
Ja, natürlich. Ich wusste ja, dass ich Ärger bekomme. Willst du, dass der junge Mann bestraft wird? Hauptsache, ich darf wieder zu meiner Familie zurück. Der Delinquent wird den Stockhieben entgehen und dem Mädchen als Zeichen der Sühne ein Bußgeld zahlen. Andi Ruckmann ist stolz auf sein Regime. Die öffentlichen Gerichte seien weit entfernt, die Scharia aber schnell und kostengünstig. Hinrichtungen oder schwere Körperstrafen dürfe er ohnehin nicht verhängen. Ob Padang durch das Experiment Scharia eine bessere Welt geworden ist? Das Dorf ist eher ein Ausnahmefall. Ein Vorbild für ganz Indonesien ist es bislang nicht geworden. Auch in Europa ist die Scharia angekommen. Noch befindet sie sich dort in der Erprobungsphase. London. In keiner Stadt der westlichen Welt werden so viele Gerichtsverfahren geführt, leben prozentual so viele Juristen und so viele Immigranten. Der Anteil muslimischer Einwanderer im Stadtteil Leighton liegt bei rund 25%. Sie stammen aus Pakistan, Westafrika, der arabischen Welt oder Somalia. Die Moscheegemeinde von Leighton ist für ihre konservative Haltung bekannt. Nachmittags pauken Jungen und Mädchen in einer Koranschule, einer Medresse, die heilige Schrift des Islam. Und in Leighton fordern viele Muslime auch die Anerkennung der Scharia als Schiedsinstanz innerhalb des britischen Gesetzes. When it comes to the Muslim personal law, which covers the marriages. Das islamische Personenstandsrecht regelt traditionell vier Bereiche: Ehe- und Scheidungsrecht, Erbschaftsangelegenheiten und Stiftungsrecht. Um diese Sphären kümmert sich also das Personenstandsrecht der Scharia, was für die Muslime aber auch sehr wichtig ist. Und wir sehen überhaupt keinen Konflikt darin, dass man Muslimen hier in Europa erlaubt, in diesen Bereichen auch die Scharia anzuwenden. Sofern die Scharia nicht mit dem britischen Gesetz in Konflikt gerät, lässt der Staat den Muslimen große Freiräume. Die Geistlichen sprechen Schiedssprüche zu Ehe- und Erbschaftsangelegenheiten für die Gläubigen. Leighton hat einen Scharia-Rat. Geben Sie mir noch ein paar Details zu dem Fall. Der Scheich hat mir so viele Fälle übergeben. Was ist also das Problem? Er schreit mich immer an. Anschreien. Wie steht es um häusliche Gewalt? Ich möchte da etwas klarstellen. Einen Moment. Was ist zum Beispiel mit dem Haushaltsgeld? Ich möchte Ihnen das gerne erklären, aber erst, wenn die Kamera aus ist. Ich kann Ihnen das sogar sehr genau erklären. Wir kümmern uns hier überhaupt nicht um das Strafrecht. Denn das Strafrecht ist eine Frage der nationalen Hoheit. Davon kann es nur ein System in jedem Land geben. Es wäre überhaupt nicht sinnvoll, das Scharia-Strafrecht hier als Sonderregel für Muslime einzuführen. Es wäre sogar sehr unlogisch. Auch wenn niemand den Urteilen des Scharia-Rats folgen muss, sind sie umstritten. Befürworter meinen, dass die Gesellschaft sie zulassen solle, um den Einwanderern gerecht zu werden. Kritiker warnen, wer Sonderrechte gewährt, untergräbt die westliche Demokratie. In Deutschland gibt es kaum Befürworter einer Einführung der Scharia. Die Regierung sucht den Dialog mit den Muslimen. Es geht um die Zukunft des Islam in Deutschland. Die Islamkonferenz möchte zeigen, Muslim sein und Demokratie sind kein Gegensatz. Hamide Mohagigi zählt zu den renommiertesten muslimischen Intellektuellen in Deutschland. Seit 1977 lebt sie in der Bundesrepublik. Mohagigi ist islamische Theologin und Juristin und stammt aus dem Iran. In Paderborn unterrichtet sie Lehramtsstudenten in islamischer Theologie. Die Lehrer sollen mit der Religion muslimischer Schüler vertraut werden und mit den Problemen der Scharia. Es ist durchaus eine Diskussion hier, wie weit man das islamische Recht, bestimmte Bereiche vom islamischen Recht hier in Deutschland einfügen kann. Die Frage wäre dann, würde dann durch das islamische Recht, durch die Einführung des islamischen Rechts in Deutschland, denn nicht die Integration noch mehr dran scheitern, weil dann ja erst recht eine Trennung verstärkt wird.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Recht ist dazu da, das Miteinander zu regeln. Und das Miteinander in Deutschland sollte ja zwischen allen Menschen sein. Es muss ja irgendwo gleiches Recht für alle gelten in einem Land. Von daher würde ich da Schwierigkeiten sehen. Ich gebe Ihnen jetzt ein Fallbeispiel, das auch durchaus hier vor Gericht gegangen ist. In manchen muslimischen Gesellschaften, worüber wir heute nicht gesprochen haben, ist Mehrehe erlaubt. Das heißt, der Mann hat bis zu 4 Frauen. Auch Sonderfälle sind für Muagigi kein Grund für eine Anwendung der Scharia. Ich bin gar nicht dafür, dass man Scharia als Parallelrecht zum deutschen Recht in Deutschland einführt. Wir haben ein Rechtssystem hier, das sehr gut ist und das auch die Ansprüche der Muslime hier entsprechen kann. Und daher sollte nicht so sein, dass man generell ein Parallelrechtssystem hier einführt. Diese Meinung vertritt Muagigi auch am runden Tisch der Islamkonferenz, der bislang noch eher eckig ist. Das Gremium tagt weiter, aber in einer Frage ist sich der Gastgeber schon sicher. Wir haben eine Rechtsordnung, die gilt für alle. Das gilt auch für das Eherecht, das gilt für das Scheidungsrecht, das gilt für das Scheidungsfolgenrecht, auch für Zuwanderung. Und dabei muss es bleiben, fremde Rechtsordnungen und gar religiös geprägte Rechtsordnungen haben im deutschen Rechtssystem keinen Platz. Worte der Gelassenheit. Aber anderswo in Europa entzweit der Argwohn gegen die Muslime zunehmend die Bevölkerung. Auf der Straße und in den Medien verhärten sich die Fronten. Rechtspopulisten wie Geert Wilders von der Partei für die Freiheit in Holland oder der Franzose Jean-Marie Le Pen von der Front National wettern gegen die Muslime. Wir sind das einzige Land der Welt, das seine eigene Bevölkerung schlechter behandelt als die Ausländer. Die Partei des Holländers Geert Wilders will den Islam verbieten und brachte es bei Wahlen auf über 20%. Wir werden die Niederlande zurückerobern. Die linke Elite glaubt immer noch an Multikulti, an das Schmusen mit Verbrechern. Aber der Rest der Niederlande denkt ganz anders. Die deutsche Anti-Islam-Bewegung formiert sich. Wir bekämpfen gemeinsam mit unseren europäischen Freunden die schleichende Islamisierung Europas. Die Moscheegegner setzen auf eine Symbolik der Angst. Das Minarett wird als Speerspitze gegen den Westen gesehen. Der Schweizer Volksentscheid zum Minarettverbot gilt den islamfeindlichen Gruppen in Deutschland als Vorbild. Bislang finden die Rechtspopulisten aber nur wenig öffentliche Zustimmung. Das gilt auch für die Bewegung pro Köln. Ihre Anhänger versuchten in der Domstadt den Bau einer großen Moschee zu verhindern. Die Ordnungskräfte tätig zu werden. Später darüber hinaus ist die Polizei. Bei einer Informationsveranstaltung des Bezirksamts für Anwohner geht es hoch her. Pro Köln hat Störer in den Saal geschickt, um Stimmung gegen das Projekt zu machen. Der Versammlungsleiter, wenn Sie weiter so reden, dann haben Sie frei, ich verweise Sie des Saales. Ich mache das nicht mit, die anderen Leute wollen hier hören und nicht sowas machen. Es tut schon leid, Herr Böhm, fahren Sie bitte fort. Der Entwurf des Architekten Paul Böhm überzeugt auch Skeptiker. Das Konzept, eine offene Moschee. Der Entwurf will Ängste und Misstrauen überwinden. Das Gebetshaus der Muslime soll transparent sein. Die Religion in einer Moschee zu praktizieren, auch das ist ein demokratisches Grundrecht. Dennoch, am Moscheebau entzündet sich immer wieder Streit, denn Moscheen greifen ins Stadtbild ein. Im Orient, wo der Islam entstanden ist, hat ihre Architektur Pracht entfaltet. Sie zeigt den Islam nicht nur als Religion, sondern auch als kulturelle Kraft. Unauffälligkeit zählt nicht zu den Wesenszügen von Moscheen. Anders steht es mit christlichen Neubauten auf der arabischen Halbinsel. Lange Zeit scheiterten sie am islamischen Hoheitsanspruch über die Heimat des Islam. Aber draußen in der Wüste, am Rande der Stadt Doha im Emirat Katar, steht seit 2007 eine katholische Kirche. Obwohl der Herrscher von Katar den Bau gut hieß, hetzten Eiferer gegen diese Entweihung der Region, aus der der Prophet Mohammed stammt. Die Kirche hat weder Glockenturm noch Kreuz. Für Pater Peter Matthew, der aus Indien stammt, gab es gute Gründe, darauf zu verzichten.
Wir wollen kein leuchtendes Signal setzen, dass hier eine dominante Kirche steht. Wir halten den Kopf unten, könnte man sagen. Denn wir wollen, na, wie sage ich es jetzt? Wir wollen unsere muslimischen Brüder nicht provozieren. Die Kirche steht unter Polizeischutz, 24 Stunden am Tag. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die Regierung. Und sie kümmert sich auch darum. Das zeigt ja, dass uns nicht alle hier willkommen heißen. Die meisten der fast 5000 katholischen Christen der Heiligen Jungfrau vom Rosenkranz sind nur für wenige Jahre an den Golf gekommen. Sie wollen Geld verdienen. Wie für die Muslime ist auch für die Christen in Katar der Freitag ein Feiertag. Ihre Bedürfnisse unterscheiden sich kaum von denen muslimischer Einwanderer in Europa. Wenn wir weit von der Heimat sind, dann durchlaufen wir manchmal schwere Momente. Entfremdung, Unbehagen, manchmal sogar Depressionen. Hier finden die Menschen Trost, den sie für ihren Arbeitsalltag brauchen. Eine Kommunion auf der arabischen Halbinsel ist kein selbstverständliches Ereignis. Inzwischen gibt es fast ein Dutzend großer Kirchenbauten am Golf. Ein Stück Religionsfreiheit. Die Toleranz ist allerdings noch von oben herab verordnet. Von Herrscherhäusern, die über dem Volkswillen stehen. Aber wie tolerant sind muslimische Gesellschaften, in denen das Volk entscheidet? In Indonesien, der zweitgrößten Demokratie der Welt, haben politische Parteien und islamische Organisationen harte Kämpfe hinter sich. Islamisten wollten den Islam in die Parlamente tragen. Andere sahen die Demokratie in Gefahr und kämpften für den säkularen Staat. Der Politiker Amin Rais, Kopf einer großen islamischen Bewegung, vermittelte damals zwischen den Fronten. Soweit ich weiß, ist die islamische Lehre egalitär und beruht auf Gleichheit. Sie ist ziemlich demokratisch und moralisch. Ich sehe da auch überhaupt kein psychologisches Handicap. Man kann guter Muslim sein und zugleich echter Demokrat. Wegen seiner Frömmigkeit genießt Rais großes Vertrauen. Um einen Korruptionsskandal zu untersuchen, soll er einen Ausschuss leiten. Er ist stolz, dass so etwas in seinem Land nun möglich ist. Wir können der Welt sagen, schaut her, Indonesien ist ein muslimisches und ein wirklich demokratisches Land, das jedem anderen Land auf Augenhöhe begegnen kann. Und vielleicht kann Indonesien anderen muslimischen Ländern irgendwann als Vorbild dienen. Indonesien zeigt, Islam und Demokratie können harmonieren. Von sozialer Gerechtigkeit ist das Land aber noch weit entfernt. Mit rund 250 Millionen Einwohnern ist Indonesien der bevölkerungsreichste muslimische Staat. 18 Millionen leben allein im Großraum Jakarta, ein Moloch, in dem wirtschaftlicher Aufschwung und gleichzeitige Verelendung die Menschen tiefer spalten als jeder religiöse Konflikt. Das Ideal des westlichen Lebensstils ist mit Geld verbunden und deshalb für viele nicht erreichbar. Indonesien ist ein Land mit rund 300 Volksgruppen. Der Islam gilt als kulturverbindend. Einheit in der Vielfalt. So lautet das Motto der Nation. Die Istiqlal in Jakarta zählt zu den 5 größten Moscheen der Welt. Ihr Name bedeutet Unabhängigkeit. Unter den Muslimen, die hier beten, herrscht ein Wettbewerb der Ideen und religiösen Ansichten. Von gelebter Frömmigkeit hat jeder andere Vorstellungen und darf sie dank der Demokratie auch äußern. Auch Henry und Fisma kommen zum Freitagsgebet. Sie sehen sich als fromme Muslime. Aber wer sie bei der Arbeit trifft, gewinnt kaum den Eindruck, dass Religion in ihrem Leben eine große Rolle spielen könnte. Das Magazin Rolling Stone Asia hat sie zu einer rasanten Nachwuchsband gekürt. Die Gruppe Goodnight Electric produziert elektronische Musik für Jakartas Disco-Clubs. Ihre Texte handeln vor allem von Liebe, Sex und Langeweile. In anderen islamischen Ländern würden sie sich damit ein Auftrittsverbot einhandeln. Ist diese Art von Popkultur haram, also verboten? Super Meister, go!
Ja. Na, erlaubt, verboten. Das ist so eine Sache. Sag du doch mal was dazu. Naja, im Islam geht es viel um Verbotenes und Erlaubtes, um Haram und Halal. Unsere Musik handelt von Dingen, die die Hörer sowohl zur Sünde als auch zum Guten führen können. Aber eigentlich erzählen wir nur von unserem Alltagsleben. Wir erwarten Offenheit. Und als Haram, also als unislamisch, kann man unsere Musik doch eigentlich nicht bezeichnen. Finden wir jedenfalls. Muslim sein und modern. In Jakarta ist das nicht nur kein Widerspruch, sondern ein Trend. Auch in Stilfragen wird längst nicht mehr nur der Westen imitiert. Date. So nennt sich ein Modelabel in Jakarta. Religion und Raffinesse, so lautet das Konzept. Up to Date will für das neue Selbstbewusstsein der Muslimin stehen. Es hat vielleicht mit einer neuen Identität zu tun, dass unsere Mode immer mehr Nachfrage findet. Als politisches Statement sollte man das aber nicht verstehen. Wir beobachten, dass immer weniger Frauen in Indonesien traditionelle Trachten tragen und stattdessen muslimischer Stil auf dem Vormarsch ist. Dieser Trend zeigt, dass sich die Frauen eher mit dem Islam identifizieren als mit anderen kulturellen Einflüssen. Andererseits können sie heute als Muslima eben auch sehr elegant sein. Ist der Smiling Islam, der lächelnde Islam Indonesiens, die gelungene Verbindung von Religion und Individualität? Vision für die Zukunft der islamischen Welt? Gerade an der Rolle der Frau und ihrer Selbstbestimmung entscheidet sich, wie demokratiefähig der Islam sein kann. Noch wird er vielerorts mit Begriffen wie Burka oder Zwangsehe verbunden. Frauen, die in einer muslimischen Gesellschaft individuelle Freiheiten einfordern, stehen dabei oft vor einer existenziellen Entscheidung. Es gibt Frauen, die erlebe ich auch, die sagen, ich will meine Familie behalten und dafür opfere ich mein Leben, dafür opfere ich meine Freiheit und dafür gebe ich alles. Ich habe gesagt, ich will meine Freiheit und dafür opfere ich alles. Sabatina James ist 28 und stammt aus Pakistan. Als Kind wanderte sie mit den Eltern nach Österreich aus. Mit 17 wollte die Familie sie zu einer arrangierten Ehe in Pakistan zwingen. Sie weigerte sich und wird seitdem bedroht. Sabatina James ist Opfer ethnischer Gewalt. Wir haben seit 2006 Kenntnis von dem Fall, seit dem Juni. Und seitdem betreuen wir sie. Es geht im Wesentlichen darum, dass sie unter oder in Lebensgefahr lebt. Und wir wollen verhindern, dass man sie aufspüren kann. Sabatina James lebt auf der Flucht, aber sie tritt öffentlich auf. Etwa als Radiogast in Spanien, wo sie über die Situation pakistanischer Mädchen spricht. Aber ich kannte kein einziges Mädchen, kein einziges in meinem Umfeld, das frei leben konnte. Die Familien übten großen Druck aus, wie bei ihr selbst. Mein Papa hat zum Beispiel sich mal vom 7. Balkon hat er sich runterhängen lassen und hat gesagt, er springt runter, weil ich nicht heiraten möchte. Inzwischen hat sie eine Hilfsorganisation gegründet. Sabatina e.V. bietet muslimischen Mädchen Unterstützung, die familiärer Gewalt entkommen wollen. Sie selbst hat keine Hoffnung mehr auf Familienfrieden. Ich wünsche mir einfach nur, dass sie mich in Ruhe lassen. Das ist mein großer Wunsch an meine Familie. Und ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist, weil man kann das 2 Jahre durchhalten, 3 Jahre durchhalten, aber seit ich 15 Jahre alt bin, halte ich das durch. Und es ist ein Kampf, ich weiß nicht, wann das aufhören wird. Ich weiß es nicht. Schicksale wie das von Sabatina James werden oftmals dem Islam zur Last gelegt. Es heißt, der Islam achte Ehebegriffe mehr als Menschenrechte. Viele Muslime empfinden diese Kritik als unfair. Aber während sie früher nur im Stillen klagten, gehen sie heute an die Öffentlichkeit. Fatma Kilic von der Berliner Schehitlik-Moschee am Kolumbiadamm will Besucher aufklären.
keinen Zwang im Islam, also keinen Zwang in den Religionsangelegenheiten. Fatma Kilic's Erklärungen stoßen auf Skepsis. Wir haben ja aber auch noch, dass Kinder verheiratet werden. Ja, in der islamischen Kultur. Das ist meines Erachtens, die entscheiden ja nicht freiwillig. Die werden verheiratet. Wie verbindet sich das mit dem Koran? Ich glaube, wenn junge Frauen und junge Männer zu einer Heirat gezwungen werden oder zu anderen wichtigen Entscheidungen im Leben, dann hat das nichts mit dem Islam zu tun, sondern mit der Kultur und Tradition. Ganz wichtig ist uns, dass wir Vorurteile abbauen. Wir versuchen, viele Fragen stellen zu lassen, diese Fragen so gut wie möglich zu beantworten, weil es das ist, worüber wir uns auch selber beklagen. Wir sagen, man spricht immer über uns, man soll mit uns sprechen. Trotz dieser Begegnungen ist das Bild der Deutschen von Muslimen kein positives. Über 2/3 denken laut einer Umfrage beim Wort Islam an Gewalt. Und dieses Bild prägen auch zornige junge Männer auf den Straßen Europas. Sogenannte Jugendliche mit Migrationshintergrund. In Frankreich werden sie la deuxième génération, die zweite Generation, genannt. In französischen Vorstädten, aber auch in Großbritannien kam es in den vergangenen Jahren zu Straßenschlachten. Sogar von Rassenunruhen war die Rede. Auch friedliche Demonstranten gehen auf die Straße. Viele kennen das Gefühl, ausgegrenzt zu sein. Wegen ihrer Herkunft, aber auch wegen ihrer Religion. Ob jugendliche Muslime zu Gewalt neigen, wird in Europa auf gelehrten Konferenzen diskutiert. Ein gefragter Gast ist Tariq Ramadan, der sich als Vertreter eines europäischen Islam sieht. Für ihn haben die Konflikte wenig mit Religion zu tun. The great majority of the problems that we have in Europe. Der Großteil unserer Probleme in Europa ist nicht religiösen Ursprungs. Sie sind sozial und wirtschaftlich bedingt. Warum? Weil die Einwanderer kamen und in bestimmte Viertel geschickt wurden, mit einem sehr geringen Status. Die Kinder kommen nun meist ohne Jobs aus diesen Vierteln hervor. Und es gibt einen sehr alten Rassismus hier, der immer wieder zurückkommt. Die Jugendlichen brauchen Jobs und Anerkennung. Wir brauchen politische Konzepte und sollten aufhören, ständig diese Probleme zu islamisieren. Dass Muslime an der demokratischen Gesellschaft mitwirken wollen, hat Cem Özdemir bewiesen. Auf dem Wochenmarkt in Stuttgart-Vaihingen macht er Wahlkampf für seine Partei, die Grünen. Womöglich ist Özdemir heute der bekannteste Muslim und einer der bekanntesten Deutschtürken. Ein Ausländerkind, das in Deutschland Karriere gemacht hat. Also ich habe das zweimal im Leben erlebt, dass eine Wahl von mir etwas ausgelöst hat bei vielen Menschen, weit über die türkische Community hinaus, verschiedenste Gruppen von Migranten. Also da hat der nigerianische Taxifahrer genauso gesagt, du bist auch mein Bundesvorsitzender, wie der Grieche in Stuttgart, bei dem ich irgendwie einkaufe und mir sagt, ich finde es toll, dass es einer von uns gepackt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, für uns Grüne. Eine türkisch-muslimische Erfolgsgeschichte in Deutschland. Damit sie zur Regel werden kann, verlangt Özdemir auch von den Migranten einen Beitrag. Ich möchte moderne, aufgeklärte Muslime, die sich als Teil der Republik verstehen, und die auch sehen, dass Traditionen, die sie mitgebracht haben, von den Großeltern aus dem Land der Vorfahren nicht zwingend hier fortgeführt werden müssen, sondern dass man auch die weiterentwickeln kann. Der Abschied von der Tradition ist nicht zwingend auch ein Abschied von der Religion. Aber auch die Mehrheit in Deutschland muss dazulernen. Das andere Erscheinungsbild von Muslimen ist kein Beweis für eine Parallelgesellschaft. Muslime stehen heute unter dem Verdacht, demokratieunfähig zu sein, obwohl viele von ihnen schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben und Steuern zahlen. Vorbilder für ein perfektes Zusammenleben zwischen den Religionen gibt es kaum. Auch nicht dort, wo es seit Jahrhunderten geübt wird. Kairo. Unter den 85 Millionen Einwohnern Ägyptens leben etwa 20% Christen. Die Regierung überwacht den Religionsfrieden. Im Zivilrecht wendet Ägypten bei Muslimen die Scharia an. Dazu gehören auch Ehe- und Familienfragen.
Das islamische Recht verbietet einer muslimischen Frau, einen Christen zu heiraten. Ein muslimischer Mann hingegen darf eine Christin heiraten. Aber auch das ist selten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ahmed Zetki ist ein Pionier, ein Unternehmer, der mit Deutschland Handel treibt. Er ist der Sohn des ehemaligen Premierministers Atef Zetki und hat wie sein Vater eine Christin aus Deutschland geheiratet. Mein Vater war eine Person, die sich sehr auch für seine Frau eingesetzt hat, aber ich glaube nicht, dass die die Herausforderung hatten, damals meine Eltern, die wir heute haben. Seit zwei Generationen sammeln die Zetkis interkulturelle Erfahrungen. Seine Frau Annette hat Zetki in Leipzig kennengelernt. Seine Töchter sprechen Deutsch und Arabisch. Ich hatte nie ein Problem, mich in beide Gesellschaften zu bewegen und in weder Botschafter Ägyptens in Deutschland zu sein und zum Teil auch Botschafter Deutschlands hier in Ägypten. Ich habe das immer verteilt. Ich werde von meinen Freunden immer, ach, du denkst ja Deutsch, vergiss das. Du fährst ja Mercedes, ist ja okay. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Das ist. Bin ich aber mit aufgewachsen. Das ist ein Teil von meinem Leben. Das gefällt mir. Das negative Bild, das viele Deutsche vom Islam haben, bekommt Annette Zetki auch nach vielen Ehejahren noch zu spüren. Etwa, wenn sie zu Weihnachten mit ihrem Mann nach Leipzig kommt. Wenn ich in Deutschland bin, also man muss sehr viel erklären. Es gibt sehr viele Vorurteile. Ja, um Gottes Willen, musst du jetzt hinter deinem Mann, 10 Meter hinter deinem Mann laufen. Also solche Dinge, so einfache Dinge, die dann kommen, wo ich denke, wieso, warum? Muslimer zu werden, diesen Glauben hätte ich nicht angenommen. Ich habe meinen christlichen Glauben und bin ich, ist in Ordnung. Ich habe Annette so kennengelernt, wie sie ist. Und wie sie ist, war ja eigentlich der Auslöser, dass man sich bindet. Und jetzt das zu verändern, das passt nicht in meine Gedankenswelt hinein. Das geht nicht. Zetkis Töchter Farah und Nemat sind nach dem Glauben ihres Vaters auch Musliminnen. Modern, aber in einer Frage eingeschränkt. So wie wir aufgewachsen sind, würde ich sagen, dass es eben eigentlich überhaupt kein Problem für uns ist. Es ist überhaupt kein Unterschied, was für eine Nationalität oder Herkunft die Person ist. Also ich höre immer viele, die dann sagen, nee, es muss ein Ägypter sein oder nein, es muss ein Deutscher sein. Aber wir meistens... er muss nur Muslim sein. Er kann amerikanisch, deutsch, aber Muslim. Also es ist ja nicht, dass wir nicht mit Christen umgehen können oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist halt hier in der Kultur so, das geht nicht, dass eine muslimische Frau einen Christen heiratet oder mit einem Christen in einer Beziehung ist. Und das macht halt Komplikationen. Und daher ist es einfach einfacher. Gleich von Anfang an. Ja. Genau. Es wird wohl noch lange dauern, bis auch in Ägypten die freie Partnerwahl Akzeptanz findet und islamische Traditionen ihre Macht verlieren. Derzeit wird die Liebe in Ägypten immer stärker aus der Öffentlichkeit verbannt. Sie sucht sich dennoch ihre Orte und Gelegenheiten. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Heute müssen Muslime hinterfragen, wie viel Platz die Religion im öffentlichen Raum einnehmen darf und in ihrer Privatsphäre. Die strenge Auslegung des Islam erlaubt keine Ehe zwischen einer Muslimin und einem Christen. Aber es gibt sie dennoch. Sonntag singt Thomas Dresen im Kirchenchor einer evangelischen Gemeinde in Gladbeck. Manchmal ist auch seine Frau Müsien dabei. Sie stammt aus der Türkei und ist eine gläubige Muslimin. Ein Umstand, der sie nicht davon abhält, ihren Mann zur Kirche zu begleiten. In einer Kirchengemeinde sind sich die Dresens auch begegnet. Das ist schon lange her. Es war 1982, 83. Ich war Vikar dort und meine Frau Mitarbeiterin in der Kinder- und Jugendarbeit. Es war für meine Familie natürlich unheimlich schwer.
Meine Eltern sind nicht hierher gekommen, um hier zu leben, sondern der Traum war immer, dass sie mit uns zurückkehren können. Komm her, sei du unser Gast und segne du uns und all deine Menschen und all deine Gaben und schenke du uns deinen Frieden. Amen. Nach dem christlichen Tischgebet erbittet Müsien Dresen den Segen nach muslimischem Brauch, so wie ihre Eltern. Und wenn ich einen Christen heirate, dann hatten sie wahrscheinlich auch große Angst, dass ich dann Christin werde, dass ich voll in die Tradition, in die Religion, in die Familie meines Mannes dann eingehe und meine Wurzeln verleugne. Ihre Wurzeln und ihren Glauben hat Müsien Dresen behalten. Die Befürchtungen der Eltern konnte sie allmählich zerstreuen. Da ist mir meine Familie wichtig und da habe ich dann auch Wert darauf gelegt, dass sie sehen, dass wir auch meine Kultur, meine Tradition, meine Religion auch leben und den Kindern auch weitergeben. Drei Kinder hat das Ehepaar Dresen großgezogen. Nur die mittlere Tochter hat sich bislang für eine Religion entschieden. Sie ist evangelische Christin geworden. Die Kinder sind weder von Anfang an getauft worden als Babys, noch haben wir den Sohn beschneiden lassen. Da waren wir uns beide einig, dass wir ihnen zwar beide Religionen mitgeben, die Rituale beider Religionen mitgeben, aber nicht von Anfang an festlegen. Mit ihrer Heirat vor 26 Jahren haben die bekennende Muslimin und der überzeugte Christ Grenzen überwunden. Ich fand es dann aufregend und interessant, dass die Imame, die wir gefragt haben, dann doch die Freiheit hatten. Die haben eine Zeit gebraucht, ein paar Monate. Die haben dann die Freiheit gefunden zu sagen, für jede Mauer, die der Prophet Mohammed gebaut hat, gibt es eine Tür. Und die Tür ist die Liebe. Wenn man seine eigene Religion, die eigene Tradition, was man mitbekommen hat, nicht so dogmatisch auslegt, nicht so verbissen an Prinzipien reitet, dann funktioniert so eine Beziehung, so eine Ehe, so eine Liebe auch so lange. Die Liebe der Dresens steht für religiöse Offenheit und Toleranz. Denn Religion, so sagen sie, sei für die Menschen da und nicht umgekehrt. Die europäischen Muslime können der islamischen Welt Impulse zur Erneuerung geben. Aber werden auch strenggläubige Muslime die Trennung von Politik und Religion annehmen? Wohin treibt der Islam? An der Schnittstelle Europa kann die Entscheidung fallen. Herrschaft des Volkes oder der Religion? Im Westen gründet die Demokratie nur auf Materialismus. Und für Gott gibt es darin keinen Platz. Gott ist hier nur ein alter Mann, der irgendwo da oben sitzt und mit den Angelegenheiten der Gesellschaft nichts zu tun hat. Wenn wir auf das islamische Denken in Europa während der letzten 20 Jahre blicken, dann sehen wir, es hat sich sehr fortschrittlich entwickelt. Ich hoffe, dass die schweigende Mehrheit doch relativ aufgeschlossen ist und auch sagt, wir leben eben in Europa, wir leben nicht mehr vor 2000 oder vor 1000 Jahren im Orient. Es ist keine einfache Zeit, in der wir leben. Aber letztendlich denke ich, es sind sehr viele gute Menschen, die daran arbeiten. Behalte das Vertrauen in deine Vernunft. Stimmen von Muslimen, die die Herausforderung angenommen haben, einen zeitgemäßen, einen europäischen Islam zu leben.